Um ihren Aufenthalt so entspannt wie möglich zu gestalten, haben wir die Corona-Zeit genutzt und haben unsere Abläufe noch ein bisschen für Sie optimiert. So erhalten Sie direkt nach Buchung eine E-Mail mit einem Link zu unserem Shop, wo Sie zum Beispiel Frühstück, Garage oder eine Flasche Sekt dazu buchen können. Und 3 Tage vor Anreise schalten wir Ihren Pre-Check-In frei. Sie erhalten dazu auch eine E-Mail. Dort können Sie dann Ihre persönlichen Daten angeben und die Zahlung vornehmen. Wie das alles funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Jetzt habe ich kurz nach der Buchung eine E-Mail bekommen. Darf es ein bisschen mehr sein? Hier kann ich also die Zusatzleistung buchen, wie Parken, Frühstück, Sekt oder ein Obstteller. Da klicke ich auf den Link und dann komme ich zur Seite von unserer digitalen Gastservice-App. Hier steht drin, sollten Sie das Frühstück und oder das Parken bereits gebucht haben, müssen Sie das hier nicht nochmals auswählen. Meine Buchung inkludiert bereits das Frühstück und das Parken und deshalb muss ich das hier nicht nochmal auswählen. Ich möchte aber gerne einen Obstteller dazu haben. Den habe ich jetzt ausgewählt. Hier gebe ich mein Anreisedatum an. Das ist der 20.10. Ich gebe hier meinen Namen an. Gebe dann noch meine E-Mail-Adresse ein. Und die Telefonnummer ist freiwillig. Jetzt kann ich das Ganze anfragen und damit ist es dann bereits gebucht. Jetzt habe ich kurz vor Anreise eine E-Mail bekommen für den Pre-Check-In. Hier habe ich den Button Pre-Check-In durchführen. Jetzt werde ich direkt in die Option geführt, wo ich meine persönlichen Daten eingeben kann. Meine Daten sind soweit schon im System, weil ich die bei der Buchung angegeben habe. Jetzt werde ich noch nach meinem Kennzeichen gefragt, weil ich ja angegeben habe, dass ich parken will. Das war bereits bei Buchung. Nein, ich reise mit keiner Begleitperson. Ich möchte frühstücken. Und aufgrund der Corona-Regeln muss ich angeben, wann ich anreisen werde. Nach 15 Uhr ist der Check-in kostenfrei. Ich werde gegen 16 Uhr anreisen und die Abreisezeit wird 8 Uhr sein. Ich möchte eine Rechnung per E-Mail. Ja. Okay. Im nächsten Schritt könnte man jetzt den Impfnachweis oder ein Testergebnis hochladen. Das habe ich zurzeit nicht zur Hand, deswegen derzeit kein Nachweis und einfach auf Weiter. Der nächste Schritt ist die Rechnung. Hier wird mir die Rechnungsadresse angezeigt und hier kann ich dann bezahlen. Ich bekomme alle Optionen ausgewählt, die zur Verfügung stehen. Ich möchte gerne mit PayPal bezahlen. Die Zahlung war erfolgreich. Jetzt kann ich wieder auf Weiter klicken und ich kann noch unterschreiben. Ich mache das jetzt mal zum Test mit einem Smiley und kann weitergehen. Und jetzt muss noch auf Absenden gedrückt werden. Die Daten werden in unsere Systeme eingespielt. Und damit ist der Check-in-Prozess beendet. Ich würde gerne einchecken. Mhm. Ich habe schon mein Online-Check-In vorgenommen und habe schon bezahlt. Genau, perfekt. Dann haben wir für dich alles vorliegen. Dann bekommen Sie noch einmal die Blumen. Super, so schnell geht's. Vielen Dank. Tschüss.